Hallo Freunde, Servus und grüß euch auf meinem bayerischen Kanal Sonjas Herzreisen vegan und roh. Ich möchte euch heute mal wieder ein Video machen zu den Gedanken von Chittu Krishnamurti mit dem Thema anonyme Kreativität. Was versteht man darunter? Also ich kann mich erinnern, wie ich noch im Berufsleben war und früher, davor auch in meiner Jugend und Kindheit, da war ich immer sehr, wie soll ich sagen, sehr scharf auf Lob. Ich wollte unbedingt gelobt werden. Okay? Weil wahrscheinlich aus dem Grund, weil ich die Arbeit, die ich gemacht habe, nicht wirklich geliebt habe. Anonyme Kreativität. Hast du jemals darüber nachgedacht? Wir wollen berühmt sein als Schriftsteller, als Dichter, Maler, als Politiker, als Sänger oder was auch immer. Warum? Weil wir das, was wir tun, nicht wirklich lieben. Wenn du von Herzen gerne singst, malst oder Gedichte schreibst, wenn du es wirklich liebst, dann würdest du keinen Gedanken daran verschwenden, ob du berühmt wirst oder nicht. Der Wunsch, berühmt zu sein, ist billig, banal, dumm, völlig bedeutungslos. Aber weil wir das, was wir tun, nicht wirklich lieben, wollen wir uns durch Ruhm innerlich reicher machen. In unserer heutigen Erziehung ist etwas faul, weil sie uns beibringt, den Erfolg zu lieben. Und nicht das, was wir tun. Das Ergebnis ist wichtiger geworden als das Tun. Es ist gut, sein Licht unter den Scheffel zu stellen, anonym zu sein, das zu lieben, was man tut, und nicht damit zu prahlen. Es ist gut, in der Anonymität Gutes zu tun und liebenswürdig zu sein. Das macht dich nicht berühmt. Es bringt dein Konterfei nicht in die Zeitungen. Die Politiker kommen nicht zu dir nach Hause. Du bist einfach ein anonymer, schöpferischer Mensch. Und darin liegt große Schönheit, großer Reichtum.